herzlich willkommen, meine lieben Krebse. Schön, dass ihr wieder zuschaut, beziehungsweise herzlich willkommen für alle, die neu zuschauen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden jetzt einmal für euch in das Thema Liebe, Beziehung, jemanden kennenlernen, schauen, ja, was sich da so ab Beginn des Videos, wo ihr das schaut, in ungefähr 4 Wochen zeigen wird. Ich hätte als erstes gerne die Energie, in die ihr euch selber befindet. Ja, für alle wichtigen Informationen, schau bitte zu Kollektivlegung dir die Videobeschreibung an. So, einmal bitte für meine lieben Krebse, einmal die Hauptenergie. Was darf ich hier übermitteln? In welcher Energie sind die Krebse im Kollektiv? Was das Thema Liebe, Beziehung, Partnerschaft, jemanden kennenlernen uns zeigen darf. Da kam der Stopp. Und da haben wir den Narr. Der Narr ist immer wirklich locker, spontan, unbekümmert, offen. Der Narr spricht für so eine Lebendigkeit. Schaut mal, der guckt hier wirklich oben, nach oben, beziehungsweise vorne, möchte etwas Neues anfangen, beziehungsweise für die, die in einer Beziehung sind, die bestehende Beziehung in eine neue Phase bringen. Für all diejenigen, die jetzt Single sind, bekomme ich rein in der Energie des Nahs. Ist man einfach offen, sich der Welt gegenüber neugierig, auch jemanden, ja, spontan überraschend kennenzulernen. Eine sehr schöne Energie bei euch selbst. Wir schauen jetzt einmal bei meinen lieben Krebsen, bei dem Gegenüber. In welcher Energie ist denn der Gegenüber von Krebs? Was darf ich da übermitteln? Was ist da wichtig und beitragend im Kollektiv zu erfahren? Wow, da ist die Karte gleich runtergefallen. So, hier haben wir die Energie von Königin der Münzen. Das ist eigentlich wirklich eine vertraute Energie, eine Sicherheitsenergie. Ich spüre mich noch mal ein bisschen rein. Hier geht sehr viel um Stabilität, Sicherheit, Verlässlichkeit. So wie mir die Energie rüberkommt. Sich auch um den anderen sorgen, zusammenzuhalten in schwierigen Phasen. Das Ganze auch diese Beziehung zu pflegen, ja? Auch wenn ihr noch nicht in einer Beziehung vielleicht miteinander seid, aber da schon zu gucken, sich zu kümmern, zu umsorgen. Und für die, die in einer Beziehung sind, ist das wirklich eine sehr fürsorgliche Energie der Partnerin oder dem Partner gegenüber. Wir schauen mal, was sich hier im Neunerfeld noch bei euch zeigt mit den Lenormand-Karten. Wir schauen einmal in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und einmal in die Gedanken, Gefühle und nächsten Handlungsschritte bei Gegenüber von Krebs. Was ist hier wichtig und beitragend im Kollektiv zu übermitteln? So, schauen wir mal. Wow, eine sehr schöne Energiefrequenz, die mir auf jeden Fall rüberkommt. Euer Gegenüber in der Vergangenheit, ja, ist ihm etwas noch ein bisschen im Verborgenen. Er hat hier viel gelernt, Geheimnisse wurden so langsam aufgedeckt. In der Gegenwart sehen wir, dass etwas in Bewegung kommt hier mit dem Schiff. Das ist auch die Karte, so ist es jetzt im Moment. Das heißt, euer Gegenüber kommt hier auf euch zu, das Schiff fährt auf euch direkt drauf zu. Die Dame ist immer die Zuschauerin bzw. der Zuschauer. Und definitiv geht es hier schon um feste Partnerschaft, um etwas auf- oder abzuschließen, beziehungsweise hier eher in eine neue Phase innerhalb der Beziehung einzutreten, beziehungsweise generell in eine neue Verbindung, wenn man auf den Wunschpartner geht, einzugehen.
In der Zukunftslinie sieht man, dass man hier ein langsames Wachstum mit euch hat, was einen auch manchmal ein bisschen bedrückt mit dem Mond, weil es irgendwie nicht schnell genug geht. Ich habe das Gefühl, euer Gegenüber möchte hier mehr Schnelligkeit. Beziehungsweise der Mond steht natürlich auch für eine sehr tiefe Seelenverbindung. Das ist auch die Karte, so ist es im Moment gerade. Dann schauen wir mal auf die Gedankenebene. In der Gedankenebene sieht man ganz klar, dass euer Gegenüber etwas ins Gelingen bringen möchte, was mit eurem Lebensbaum, mit der Verwurzelung dieser Lebensbeziehung zu tun hat. Für einige kriege ich durch den Begriff Lebensbeziehung hier rein. Beziehungsweise einfach ein langsames Wachstum der Beziehung. Auf der Gefühlsebene ist etwas in der Vergangenheit ja verborgen gewesen. Da kommt jetzt aber immer mehr was in Bewegung in ihm. Und er spürt auch, dass du als Gegenüber, also als Krebs hier möchtest. Die Gefühle dir gegenüber werden also somit stärker. Auf der Handlungsebene kommt mir ganz klar rein, hier etwas aufzuschließen bzw. ins Gelingen zu bringen, was die Harmonie, die tiefe Verbindung angeht und ja, wirklich zu gucken, in einer tollen, auf eine tolle neue Ebene innerhalb der Beziehung zu kommen bzw. ja, wenn man auf einen Wunschpartner schaut, hier überhaupt den Schlüssel umzudrehen in Richtung, wir gehen jetzt in eine Beziehung. Wir schauen mal, meine Lieben, ich werde mal eine Seelenbotschaft für euch ziehen, was hier wichtig und beitragend im Kollektiv noch zu übermitteln ist. So, eine Seelenbotschaft bitte für meine lieben Krebse, für die ungefähr nächsten 4 Wochen ab Beginn des Videos, was wichtig ist. Die Verbindungen, ja, euch eine Verbindung schaffen. Finde Menschen, die ein ähnliches Ziel wie du verfolgen und baue inspirierende Kontakte auf. Das ist zum einen wirklich der Rat für die Singles, hier mit der Energie des Narres neue Verbindungen aufzubauen oder hier zu gucken, was für ähnliche Ziele habt ihr innerhalb dieser Beziehung, beziehungsweise, ja, was verbindet euch, was lässt hier etwas wachsen? So eine Energie kommt mir hier rüber. Sehr, sehr schön, meine lieben Krebse. Wir schauen mal, ich hätte gerne noch eine Liebesorakelkarte für meine lieben Krebse. Was ist hier wichtig und beitragend im Kollektiv zu übermitteln? So, da kam das Stopp. Die Hoffnung. Die Hoffnung, die stirbt zuletzt, sagt man ja auch so schön. Hier wirklich positiv, hoffnungsvoll in die Zukunft. Aber das tut ihr auch mit der Energie des Narren. Da reinzugehen, dass das hier bei euch sich weiterentwickelt und wächst. Wir schauen mal, mit welcher Energie es denn hier dann weitergeht, meine Lieben. Einmal bitte eine Tarot-Energie. So. Und da haben wir den Wagen. Der Wagen spricht immer für Bewegung. Etwas kommt in Bewegung, man setzt etwas in Bewegung. Das passt auch sehr, sehr gut hier von der Energie, von dem Schiff, wie es jetzt ist. Man tut irgendwie diese Richtung neu bestimmen, wo man hin möchte zusammen. Man ist irgendwie mutig, zuversichtlich, nach vorne zu gehen. Ja, es geht einfach um Fort- und Weiterentwicklung mit dem Wagen. Ja, meine Lieben, eine wunderbare Legung. Sehr schöne Energie, die mir hier rüberkommt. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Schön, dass ihr wieder zugesehen habt. Und bis hoffentlich bald. Deine Sophia. Tschüss.